Jetzt schauen wir uns an, wie wir mit UV-Licht Sauerstoffmoleküle beeinflussen können. Diesmal zuerst mit chemischen Grundlagen. Das sollen zwei Sauerstoffmoleküle, also zwei Sauerstoffatome noch sein. Die schweben noch an sich ganz fröhlich rum. O's. O hat an sich 8 Elektronen. Das heißt 2 Elektronen in der inneren Schale, weil dann ist die ja voll. Und in der äußeren Schale 6 Valenzelektronen. Jetzt sollte aus der Chemie bekannt sein, dass die ja nicht nur 6 Valenzelektronen wollen, sondern in alle außer der ersten Schale 8, weil es energetisch besonders günstig ist. Das heißt, diese zwei O's sind noch radikal. Das heißt, wenn sie auf einen Bindungspartner treffen, oxidieren sie ihn sofort. Und oxidieren heißt eben, sie verbinden sich mit ihm. Und die bekannte Kombination ist O2, also unser gewöhnlicher Sauerstoff. Und hier gibt es diesen Trick, dass sie sich Elektronen teilen. Das bedeutet, jetzt gemischt aus Physik und Chemie, sie lösen ihre Einzelschalen auf und machen die Einzelschalen zu einer gemeinsamen Schale. In diesem Modell ist es nun so, dass sie sich einen Teil der Elektronen teilen, und zwar die, die genau in der Mitte wären. Ihr seht, ich habe hier eben Sauerstoffatom noch 4 seiner äußeren Elektronen gelassen, aber jetzt schickt jedes noch 2 seiner Elektronen in die Mitte. Und dadurch kann sich das linke Sauerstoffatom einbilden: Oh, das gehört alles zu mir, also habe ich jetzt 8. Genauso kann sich das rechte aber auch einbilden: Oh, die in der Mitte gehören zu mir, also habe ich jetzt auch 8. Und auf diese Weise stellen sie sich vor, dass sie beide 8 haben und sind energetisch besonders glücklich. Das heißt aber, durch diese 4 Elektronen in der Mitte sind sie auch aneinander gebunden. Und ein Elektronenpaar wird immer durch einen Strich dargestellt. Das heißt, wenn ich das jetzt einzeichne, als Molekül habe ich hier 2 Striche, wobei das eben heißt, dass hier insgesamt 4 Elektronen dazwischen sind. Durch dieses Teilen haben wir nun nicht mehr 2 einzelne Atome, sondern eben ein glückliches Sauerstoffmolekül, nämlich O2. Und nun zum Einfluss, den UV-Licht drauf hat. UV-Licht ist Licht, also sind es Photonen, also kann es mit Elektronen interagieren. Das heißt, wir sagen, jetzt kommt hier ein UV-Licht angeschossen, also hochenergetisches Licht, und rast mitten durch diese Elektronenpaare. Und was jetzt passieren kann, ist, dass das hier die Elektronen raushaut. Das heißt, das kommt her und haut mindestens ein Elektron raus. So, zack. Das bedeutet, diese Bindung hier unten ist keine gemeinsame Bindung mehr, sondern sie verschwindet. Das Elektron bleibt natürlich noch. Das heißt, hier, wir sagen mal willkürlich, das rechte Sauerstoffatom hat jetzt noch das eine Elektron übrig. Und hier unten gibt es keine Bindung mehr. Und jetzt haben wir noch eine schwächliche Bindung oben. Also, weiß nicht, das können wir zum Beispiel so einzeichnen. Das heißt, die sind noch aneinander gebunden, aber viel schwächer als vorher. Und das heißt, sie sind auch wieder radikal, weil eigentlich hätten sie gerne wieder ein Elektron. Jetzt kann es sein, dass noch ein zweites UV-Licht kommt, also ein zweites Photon, und auch noch diese Bindung zerstört. Und dann haben wir zweimal wirklich auch in der Natur auftretenden einzelnen Sauerstoff, also nicht als Molekül, sondern wirklich einzelne Sauerstoffatome, und die sind tatsächlich sehr, sehr aggressiv. So, jetzt schauen wir uns an, was da passiert. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein Sauerstoffmolekül noch haben, O2, das aber einmal von UV-Licht getroffen wurde. Das heißt, denen fehlt zusammen ein Elektron, weil eins teilen sie sich ja noch, aber eins fehlt ihnen noch, die zweite Bindung. So, und jetzt haben wir sogar ein Sauerstoff, das völlig alleine ist, weil es zweimal getroffen wurde, und das ist jetzt sehr radikal. Das Sauerstoffmolekül hier oben ist auch schon radikal, aber das ist noch viel radikaler, weil es ja zwei Bindungspartner sucht. Jetzt fliegt es hier rüber in die Nähe von dem, und was jetzt passiert ist, dass dieses Sauerstoffatom sich mit den anderen beiden verbinden möchte, und hier hat es jetzt zufällig den linken Partner getroffen, also sagt es: Komm her, geh eine Bindung mit mir ein, teil dir also ein Elektron mit mir, zack,
Und dadurch kann es sich jetzt wieder einbilden, dass es eins mehr hätte. Das heißt, ihm fehlt jetzt nur noch ein Elektron und dem oberen fehlt jetzt sogar gar kein Elektron mehr. Weil es schnappt sich ja auch ein Teil von dem linken Partner. Das heißt, wir haben jetzt hier ein glückliches Sauerstoffatom in der Runde, aber zwei, die immer noch nicht sehr glücklich sind. Weil ihnen ja immer noch ein Partner fehlt. Also, eins machen wir glücklich. Zack. Und das ist das Problem von Ozon, weil O3, was wir jetzt hier haben, ist genau Ozon. Und das ist eben immer noch radikal, weil ihm Elektronen fehlen. Und deswegen kann es unsere Lungenbläschen angreifen und so weiter. Genau. Wenn wir Glück haben, treffen die jetzt einfach auf ein weiteres einzelnes Sauerstoffatom, binden sich mit dem und dann haben wir wieder zweimal O2. Und das ist der nicht so aggressive Sauerstoff. Aber wenn wir Pech haben, trifft uns halt das O3.